Hallo und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Integral Factor. Schön, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Episode haben wir die 35. Ebene abgeschlossen und nun sind wir auf der 40. Ebene angekommen. Und die Leute, die mein Projekt schon länger verfolgen, wissen, dass es im Grunde genommen drei Teile gibt zu jeder Ebene. Und zwar einmal den Story-Teil, den Quest-Teil und natürlich den Bosskampfteil. Und dadurch, dass wir im Grunde genommen beim ersten Teil dieser Ebene sind, starten wir im Grunde genommen mit der Story. Von daher viel Spaß mit der Story der 40. Ebene. Flui und Koharu haben endlich die 40. Ebene erreicht und meinen, es sind nur noch 10 Ebenen, bis sie die Hälfte geschafft haben. Dabei treffen sie auf Sachi, welche ihnen erzählt, dass sie alleine unterwegs ist, weil einer von ihrer Gilde ein Gildenhaus kaufen möchte und die anderen wollen noch Materialien sammeln. Sachi hingegen will eine Quest erledigen, welche sie von Argo hat. Nachdem Flui gefragt wird, was für ein Gildenhaus er haben möchte, meint er, dass er eines mit Koharu haben wolle. Koharu antwortet stammelnd, bu-bu-bu-bu-bu. Sie wollen, nachdem Koharu sich beruhigt hat, Sachi bei ihrer Quest helfen. Bei ihrer Suche finden sie eine goldene Münze. Laut Sachi gehört diese Münze tatsächlich zu der Quest, welche sie macht. Nach einer Zeit finden sie auch die zweite goldene Münze. Sachi meint, dass diese Münzen sehr selten sind auf dieser Ebene und deswegen ist sie sehr glücklich, zwei gefunden zu haben. Koharu schlägt vor, weitere zu suchen, doch Sachi meint, sie hat genug. Außerdem meinte Argo auch zu ihr, sie solle bei den Münzen auch nicht allzu gierig sein, da die DKB Ärger macht und viele von diesen Münzen auf dieser Ebene suche. Sie meinen, vorher mit der ALS hatten sich beide Gilden gut ergänzt. Zwei Seiten einer Medaille. Doch da die AS nun weg ist, ist die DKB jetzt nun viel stärker. Zwar hat die QB die stärksten Spieler, aber die Anzahl der DKB ist gigantisch. Sachi will in die Stadt, um die Münzen in Koll umzuwandeln. In der Stadt treffen sie auf Litten und Shivata, welche in der Stadt einige Erledigungen für die Gilde machen. Litten meinte, sie habe sich mit der Hilfe von Shivata gut bei der DKB eingefunden. Es kommt ein Ritter und ein Mädchen hinzu, welche Neueinkömmlinge der DKB sind und vorher zusammen solo unterwegs waren. Sie hatten einige Münzen gesammelt. Dabei sind sie sehr glücklich, auf Koharu und Flui zu treffen, da die sehr Top-Spieler sind. Sie hatten vor kurzem auch das Vergnügen, Kirito und Argo zu getroffen zu haben und waren ebenfalls begeistert, so berühmte Frontspieler treffen zu können. Das Mädchen möchte ein Foto mit Koharu und Flui und sie holt ihren Rekordkristall heraus und macht ein Foto mit ihnen. Koharu entschuldigt sich, nachdem die beiden weg sind, bei Sachi, aber für Sachi ist das kein Problem. Shivata meint, es sei ja nicht einfach, die ganzen neuen Mitglieder einzuarbeiten, besonders weil sie gegeneinander konkurrieren. Buxum kommt hinzu und meint, dass Shivata und Litten ihn begleiten müssen, da Lind sie gerufen habe und somit verabschieden sich die zwei von den dreien. Koharu und Flui wollen nun endlich Sachis Münzen in Koll umwandeln. Als sie beim NPC ankommen, meckert dieser sie an, aber dennoch können sie die Münzen in Koll umwandeln. In der Stadt wieder angekommen, treffen sie auf Heathcliff, welcher erzählt, dass diese Ebene eigentlich mal ein Gefängnis war und die Leute hier immer noch glauben, dass sie Leute gefangen nehmen müssen oder sogar töten müssen, für ihre Rechtschaffenheit zu sorgen. Doch da die Stadt eine Safe Zone ist, sollte ihnen eigentlich nichts passieren. Als Heathcliff geht, hören sie, dass jemand singt und Koharu und Flui schauen zuerst auf Sachi, welche sagt, nur weil sie ein Lied auf der 27. Ebene gesungen hatte, singt sie jetzt nicht die ganze Zeit. Sie meint aber, dass die Zeit sie gefestigt hat und sie glaubt, dass sie nun nicht mehr sterben wird. Sie gehen dorthin, woher die Musik zu hören ist. Es ist Yuna, welche auf dem Hauptplatz ein Konzert gibt. Sachi meint, dass es auch normale Sachen scheinbar in SEO gibt. Sie holen bunte Lichter hervor, um mitzujubeln. Doch plötzlich bemerken sie, wie
wachen Spieler angreifen und festnehmen wollen. Als Florian Koro versuchen, dazwischen zu gehen, sollen sie auch eingesperrt werden. Doch plötzlich hören sie den Song von Yuna, welche sie auf einmal beruhigt. Yuna kommt zu den anderen und freut sich darüber, Koro und Flui zu treffen. Sie kennt auch das Weihnachtslied von Sachi und meint, dass sie eine tolle Sängerin sei. Sie will mit ihr ein Duett singen. Sachi soll sich ein Lied aussuchen, welches sie kennt. Sie nimmt ein Anime-Opening. Die Serie haben Flui und Koro gesehen, deswegen freuen sie sich über das schöne Lied. Heathcliff steht ein wenig abseits und meint, dass es beeindruckend ist, dass des Doktors Tochter so ihre Stimme so besonders ist, dass es tatsächlich sogar in den Algorithmus der NPCs eingreifen kann. Am nächsten Morgen befinden sich Koro und Flui in einem Restaurant und essen gemeinsam und meinen, dass es gestern ein toller Tag war. Sie sehen Yuna und Nautilus, welche ebenfalls im Restaurant sind. Sie wollen sie einladen zum Essen, doch die beiden müssen eine schwere Quest erledigen. Doch die beiden wollen ihnen helfen bei der Quest, natürlich nach dem Essen. Als sie bei der Quest ankommen, werden sie von der Wache zum Captain geführt. Er sorgt für die Sicherheit der Stadt. Sie sollen als erstes etwas transportieren. Nachdem ein Händler dreckige Geschäfte geführt hatte, sollen sie sich nun um die Beweise kümmern. Als sie wieder beim Wächter sind, erhalten sie das Item, was sie transportieren soll. Yuna meint, wenn sie diese Quest machen, erfahren sie mehr über die Verschwörung in dieser Stadt. Als sie das Item erhalten, greift sie einen maskierten NPC an, welcher sie töten will. Er meint, sie seien ebenfalls nur eine Puppe des Systems. Flui kann dank Yuna seine Angriffe vorhersehen und ihn blocken, bis er plötzlich Yuna eingreifen will. Flui meint, dass Nautilus sie beschützen soll, doch er kann sich nicht bewegen. In letzter Sekunde kann Koro Yuna retten und den Angreifer in die Flucht schlagen. Als er weg ist, erklärt Nautilus, dass er seinen Charakter manchmal nicht bewegen kann, dass die Verbindung zwischen ihm und seinem Charakter noch nicht vorhanden ist. Deswegen kann sich er manchmal nicht bewegen oder nicht richtig kämpfen. Yuna meint, sie sollten weitergehen und das Paket abgeben, aber sie werden von Laughing Coffin beobachtet, welcher den NPC ziemlich interessant findet und nun eine Menge Spaß hat, an seiner Mission Flui zu beschatten. Als sie endlich ankommen, wo sie das Paket abliefern sollen, erzählen sie, dass sie angegriffen wurden und der Wächter meint, dass er sich schon dachte, dass das passieren würde, denn in diesem Paket befinden sich goldene Münzen, welche in diesem Land sehr wertvoll sind und aus dem alten Königreich eigentlich gehörte. Doch die Assassinengruppe sind enraged, versucht diese Münzen zu erobern. Dabei tötet diese Gruppe viele unschuldige Menschen und tun auch schändliche Dinge. Sie sollen versuchen, die Gruppe aufzuhalten und bekommen dafür auch einen Brief. Als sie wieder auf dem Weg sind, dem Captain Bericht zu erstatten, treffen sie die Person, welche sie angegriffen hat. Diese Person liegt vergiftet auf dem Boden und liegt im Sterben. Koro möchte ihnen helfen und nicht sterben lassen und ihn heilen. Flui und Yuna wollen ebenfalls helfen. Nautilus ist dagegen, da er ein Feind ist. Dennoch heilen sie die Person. Als diese Person wieder sie sieht, springt er weg und fordert sie zum Kampf heraus. Sie erklären, dass sie aber gar nicht kämpfen wollen und ihn gerettet haben. Das Icon des NPCs verliert das Icon Feindseligkeit und kämpft nun nicht mehr gegen sie. Der NPC erzählt, dass er von einem Art Assassin angegriffen wurde. Nachdem er das beschrieben hat, merken Koro und Flui an, dass es höchstwahrscheinlich Laughing Coffin war. Sie essen zusammen. Dabei fragt Koro ihn nach dem Namen, aber er meint, er habe gar keinen Namen. Koro gibt dem NPC den Namen Eraser. Eraser erzählt, dass er von den reichen Münzen stehlen will, um die Unterschicht, die kaum Geld hat, das Geld zu geben, damit sie überleben. Yuna will ein Lied singen für Eraser und meint, es soll ein Lied sein für zwei Mädchen. Nun erkennen auch die anderen drei, dass Eraser kein Junge ist, sondern ein großgewachsenes Mädchen. Unter dem Mantel konnten sie das nicht erkennen. Nachdem Yuna gesungen hat, meint
sie, dass ihre Skills im Kampf größtenteils nutzlos sind und sie nicht wirklich viel Schaden machen kann. Und dass es mehr ein Hobby ist, das Singen, als ein Skill. Aber Racer baut sie wieder auf. Nach dem Lied wollen nun die fünf in die Stadt, um das Paket nun zum Captain zu übergeben. Beim Captain können sie nun die Quest abgeben. Zurück in der Stadt ist Kuaru erschöpft und möchte zurück zum Inn. Doch plötzlich hören sie Kampfgeräusche. Als sie dem nachgehen, sehen sie, wie zwei DKB-Mitglieder Asuna zu einem Kampf herausfordern wollen. Lifa ist ebenfalls dabei. Doch dann kommen Chiwata und Litten und stoppen die beiden. Sie können die Sache beruhigen. Litten und Chiwata entschuldigen sich bei Asuna für die Umstände. Leider sind einige Neuzugänge von der ALS immer noch sehr auf Konkurrenz denken und deswegen wollen sie mit jedem Stress anfangen. Nachdem die beiden weg sind, kommt Heathcliff dazu. Er hatte von dem Stress gehört. Flui meint, er habe mit Heathcliff und der Kyuubi etwas zu besprechen. Deswegen folgen Kuaru und Flui Heathcliff zur Basis. Bei der Basis übergibt Flui den Brief und erzählt von Eraser. Kuaru glaubt, dass sie vielleicht ein besonderer Charakter ist, ähnlich wie Kisume. Heathcliff ist überrascht, dass Yuna es schafft, mit ihrem Lied die NPCs zu beruhigen. Er glaubt, sie könnte ein wichtiger Schlüssel sein auf dieser Ebene. Als Kuaru erwähnt, dass Eraser bei ihr stand, erklärt Heathcliff, dass es eigentlich ein englischer Begriff ist. Weiterhin erfährt er auch von Nautilus' Problem. Heathcliff glaubt, dass es kein Problem ist, mit seinem Full Drive sein könne, denn er befinde sich ja ohne Probleme im Spiel. Er meint, in SAO gibt es Willenskraft und diese nötige Willenskraft scheint Nautilus scheinbar nicht zu besitzen. Nachdem sie sich mit Heathcliff unterhalten haben, wollen sie zurück zum Captain, um die nächste Quest zu machen. Als sie beim Captain angekommen sind, meint er, sie sollen jemanden zu einem Gefängnis bringen. Diese Person ist der Magistrat, welcher möchte, dass sie ihn ins Gefängnis bringen, um dort etwas nachzuforschen. Auf den Weg dahin sollen sie ihn aber beschützen. Als sie unterwegs sind, werden sie von Eraser angegriffen. Sie will ihn töten, da sie meint, dass er zu der korrupten Bande gehört. Aber Flui und die anderen wollen den Magistraten beschützen. So kommt es zum Kampf. Dabei verletzt Flui aus Versehen Eraser und entschuldigt sich bei ihr. Eraser ist verwirrt, warum er sich bei ihr entschuldigt. Dabei merken alle an, dass sie nicht wollen, dass ein Freund verletzt wird. Eraser ist zwar verwirrt, aber verschwindet. Als sie wieder in der Stadt zurück sind, bedankt sich der Magistrate bei ihnen. Plötzlich treffen sie auf Litten und Chiwata, welche meinen, dass sie Hilfe brauchen, denn das B-Team der DKB steckt in einem Dungeon in Schwierigkeiten und braucht Hilfe und das A-Team erforscht gerade das Labyrinth. Und da sie zu wenig Leute sind, bitten sie Kuaru und die anderen um Hilfe, wobei sie natürlich mithelfen. Nachdem sie kurz beim Captain waren, um ihnen zu sagen, dass sie etwas später kommen, treffen sie vor dem Dungeon auf Klein und die Fusikans, Eggy und seiner Gruppe und ebenfalls sind die schwarzen Katzen der Nacht ebenfalls dabei. Sie wollen ebenfalls helfen. Im Dungeon sieht man, wie Buxum und seine Gruppe eigentlich versucht haben, in diesem Dungeon gemeinsam Münzen zu sammeln, aber plötzlich werden sie von einem Monster angegriffen und dieser greift mit Nebel an, womit dann auch niemand sieht. Die andere Gruppe, also unsere Hauptgruppe mit Klein, Flui, Kuaru und den anderen, geht gemeinsam in den Dungeon. Dort angekommen werden sie von einem Monster angegriffen. Yuna, Nautilus und Sachi werden dabei in eine Ecke gedrängt. Plötzlich fällt ein Gitter zu und sie sind eingesperrt. Flui und die anderen wollen einen Weg finden, um zu ihnen zu kommen. Nautilus, Yuna und Sachi versuchen einen Ausweg zu finden. Plötzlich kommen sie in eine Art Arena, wo sich ebenfalls die drei anderen DKB-Mitglieder befinden, ohne Buxum. Plötzlich spricht eine Stimme zu ihnen, welche von Buxum ist, dass er sie in eine Falle gelockt habe, um sie alle auf einmal töten zu können. Er möchte Monster freilassen und diese sollen sie dann töten. Doch Yuna will das nicht zulassen. Sie will sich opfern für die anderen. Sie will die Monster paralysieren mit ihrem Gesang so lange, bis die anderen durch den Raum
wo die Monster herkommen, flüchten können. Nautilus ist verzweifelt, nachdem sich Yuna bei ihm für ihre schöne Zeit bedankt hat. Doch Nautilus will sich bewegen. Tatsächlich gelingt es ihm in letzter Sekunde, sich zu bewegen und Yuna zu Hilfe zu eilen. Auch Sachi will ihre Freunde nicht sterben lassen. Sie meint, sie konnte in der 27. Ebene überleben, weil sie beschützt wurde. Nun ist sie an der Reihe, andere ebenfalls zu retten. Nun kommen auch die anderen hinzu und können gemeinsam die Monster besiegen. Alle sind froh, dass es allen gut geht. Hingegen Litten, Shivata und die anderen beiden, also das Mädchen und der Ritter, finden Buxum und stellen ihn zur Rede. Doch er hat schon gedacht, dass das passieren könnte. Also kommen andere Larvenkoffel-Mitglieder und bedrohen Litten. Shivata ist verzweifelt, denn er will natürlich nicht, dass seine Geliebte stirbt und fleht Buxum an, sie nicht zu töten. Aber Buxum kennt keine Gnade. Doch in letzter Sekunde können die anderen beiden die Angreifer von Litten zur Strecke bringen. Die anderen beiden sind nämlich keine normalen Spieler, sondern es sind Argo und Kirito, welche sich nun zu erkennen geben. Welche schon erwartet hatten, dass Larvenkoffin dahinter steckt und dem Verschwinden des B-Teams. Als Buxum einen Teleportkristall nutzen möchte, zerstört diesen Argo. Er kann aber dennoch flüchten. Aber Kirito meint, es sei zu gefährlich, ihn hinterher zu laufen. Deswegen meint Kirito, dass sie zurückgehen zu Klein und den anderen. Als sie dort ankommen, erzählen sie, was passiert ist. Kuaru ist ziemlich überrascht, dass das Argo und Kirito waren. Sie wollen nun gemeinsam gegen den Dungeon-Boss kämpfen. Als sie ihn tatsächlich besiegt haben, erklären die anderen Mitglieder der DKB, dass sie eigentlich nur Münzen sammeln wollten, um der Gilde zu helfen. Shivata entschuldigt sich bei den anderen, dass sie so viel Ärger bereitet haben. Yuna findet eine Notiz über die Assassinengruppe. Sie glauben, dass das der Captain gut gebrauchen könnte. Doch vorher verabschieden sich Argo und Kirito von den anderen. Nun wollen Flui, Kuaru, Yuna und Nautilus zum Captain gehen, um Bericht zu erstatten. Nachdem sie wieder beim Captain sind, wollen sie über die Notiz mit ihm reden. Der Magistrate ist ebenfalls dort. Als sie ankommen, meint er, er möchte mit ihnen reden. Als sie in einem separaten Raum sind, zeigt die Gruppe die Notiz. Der Magistrate lässt dann Schlafgas frei, um die Gruppe einschläfern zu können. Auch alle Türen und Fenster sind blockiert. Im letzten Moment kann der Magistrate fliehen. Doch bevor alle K.O. gehen, geht die Tür auf. Nachdem sie nicht mehr schläfrig sind, verfolgen sie ihn und tatsächlich können sie den Magistraten stellen. Denn der Magistrate steckt hinter allen, also hinter den ganzen Gruppensachen und hinter den ganzen Angriffen. Der Captain kommt ebenfalls hinzu. Auch Eraser kommt hinzu und will den Magistraten umbringen. Doch die Gruppe kann Eraser vorher noch stoppen. Der Captain will, dass die Gruppe ins Schloss kommt, um dort letzte Details zu klären. Als sie beim Captain ankommen, möchte er sich für die Hilfe bedanken und gibt der Gruppe einige Dokumente, welche Informationen zum Boss beinhalten. Der Captain meint, dass der Boss der vorherige Captain war, denn sein Sinn für Gerechtigkeit war zu übertrieben und deswegen hat er schwarze Magie benutzt und hat sich dann in dieses Monster verwandelt. Nun kommt auch Eraser dazu. Sie hatte der Gruppe geholfen. Sie fühle sich komisch, da sie das Bedürfnis hatte, ihnen zu helfen und fühlt sich jetzt seltsam. Yuna meint, dass es aber normal ist, Freunde, denn Freunde unterstützen sich gegenseitig. Eraser schenkt Yuna zum Abschied ein Dagger. Es soll sie im Kampf beschützen. Nun bekommt Kuaru auch die Nachricht von Asuna, welche den Bosskampf der 40. Ebene vorbereitet. Ja, liebe Freunde, das war die Story der 40. Ebene. Nächste Woche gibt es dann im Grunde die Quest und dann eine Woche später dann natürlich auch den Bossfight. Ja, was ist eure Meinung zur Story dieser 40. Ebene? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und natürlich abonniert und aktiviert die Glocke hier auf YouTube kostenlos. Würde mich freuen und unterstützt mich hier auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage bis dann und ciao, euer Flui.